Ja und hallo, wieder zurück im Schlafzimmer des Schreckens. Zuerst war es der Gang des Schreckens, der Flur des Schreckens, jetzt sind wir im Schlafzimmer des Schreckens. Wir schauen uns direkt ein Foto an, was wir nochmal fotografieren müssen. Und es sieht so aus, als müssen wir das Bett nochmal fotografieren. Wie geht's denn unserer Queen Tassie heute? Ja, also es geht. Es geht. Horrorgames halt, ne? Horror-Games halt. Genau. Man weiß nie, was man kriegt und letztendlich scheißt man sich doch ein. Gut. Dann machen wir... Oh, jetzt kommt was Unanständiges hoffentlich. Was Unanständiges im Schlafzimmer? Was denn? Das ist das Bett? Da war was rechts. Oh, was? Ich wollte was Unanständiges, Mann! Okay, die Mutter? Die Mutter sitzt wieder im Bett. Ist die Mutter durchgedreht? Ist die Mutter einfach durchgedreht irgendwie? Ich glaube, die war besessen und hat dann die Familie umgebracht. Wir wollten ein neues Leben anfangen. Vor 4 Jahren. Telefon. Ja, gleich. Ich will aber erstmal gucken, ob hier irgendwas noch ist. Echt komisch. Und jetzt geht das Telefon. Naja. Und jetzt ist es aus. Na toll. Ich weiß übrigens nicht, wie lange das Spiel geht. Also, es geht auf jeden Fall jetzt schon... Nee, es geht noch nicht so lang wie das andere. Aber ich glaube, bisher... Ich habe zumindest das Gefühl, dass es länger werden könnte. Wir haben jetzt schon 2 Folgen. Gut, die anderen, die waren ein bisschen länger. Aber ich kann ja nicht nur Folgen bringen, die über 1 Stunde sind. Das oh, ein Schlüssel, danke. Schlüssel zur Schublade. Welche Schublade? Eine mit Schloss, ne? Alter, ich war gerade so erschrocken, ich konnte überhaupt nichts sagen gerade. Ich konnte mich nicht mal erschrecken, so geschockt war ich. Das erledige ich. Ich war gerade so erstarrt, Alter. Alter! Da spaziert ihr einfach so rüber. Mutter, mach das nie wieder! Mutti? Hä? Alter, Ronny. Ich glaube, da solltest du noch nicht reingehen. Meinst du, ich sollte nicht? Ja, komm, sicher, sicher. Wir suchen jetzt erstmal die Schublade, wo der Schlüssel passt. Vielleicht haben wir ja da drin eine Schrotflinte oder sowas. Immer mal nebenbei gucken, ob irgendeine Tür aufgegangen ist jetzt. Alter, diese scheiß Tür, ne? So. Es ist wahrscheinlich eine Schublade im Schlafzimmer. Na toll. So, das war's. Können wir nichts machen? Die ist zu. Alter, ich hätte hier wahrscheinlich alle Türen schon längst eingetreten. Ist so. Puh, gut, dann folgen wir mal der Mutter ins Schlafzimmer. Ich will nicht. Die ist böse. Die ist irre. Vielleicht will sie auch nur unanständige Sachen machen. wobei ich mir oh Gott, das ich guck weg. Oh bei Gott. Ihr überlegen würde. Da ist das Schloss. Och nein! Nein! Schnell, 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 mach das auf! Ronny. Nein, dreh dich nicht um. Bitte tu es jetzt nicht. Ronny. Ah.
brauchst dich nicht schminken. Du bist hässlich. Und alt. Und eine Mörderin. Mal ran. Nee, mach's nicht. Mach mal ein Foto von der. Die summt aber richtig. Die Melodie gefällt mir. Alice hat es geschafft, ein Foto von dem Bösen zu machen, das sie verfolgt hat. Okay, sie wurden auf jeden Fall von irgendeinem Dämon oder so verfolgt. Wow. Okay, hat, glaube ich, nichts gebracht. Mama, sollen wir dir helfen? Die Haare vielleicht? Tim? Oh, danke. Hey, da unten ist ein Plüschtier. Der Hase. Ja, danke. Das ist wirklich reizend. Vielen Dank. Ich hole mir jetzt den Hasen, ja? Alter. Den ich nicht nehmen kann. Gut, okay. Ich soll ihn nicht nehmen. Der bleibt da stehen. Oh. Wir haben doch einen Schlüssel gefunden. Alter! Oh. Alter! Alter, leg mich auch an! Scheiße, Oma! Ich krieg kaputt abspielen! Oh. Ey, das... Ich bin Herzinfarkt, Leute! Boah, ich bin grad... Oh mein Gott, ey. Nichts für mich. Echt jetzt? So. Ronny, was tust du da? Damit ist das Let's Play vorbei. Ich hab nämlich gerade in die Hosen geschissen. Alter. Alter, ich will nicht mehr. Oh Mann. Puh. Oh, diese scheiß Jumpscares, ne? Ey. Oh. Also. Alter, komm. Pass auf, jetzt nicht so schnell umdrehen und so. Oh Gott. Die geht aber immer auf. Das ist das Lied, was sie gesummt hat. Okay. Das ist voll schön. Wird sie sauer, wenn wir das Radio jetzt ausmachen? Alter, zoom mal dran. Was ist das? Ich zoome auf gar keinen Fall dran, Alter. Ich mach das wieder an, ja? Nein! Lichtspiel! Ronny, dreh dich um. Es tut mir leid. Elis, es tut mir leid. Das ist ein Kind, aber hey, das Gesicht ist so... Es tut mir... Alter. Alter, meine Alexa ging gerade an. Was? Alter, warte mal ganz kurz. Alexa, stopp. Alter, das ist gerade nicht lustig. Meine, die ging gerade an.
Alter, ich bin gerade so zusammengezuckt. Auf einmal eine... Lustig. Auf einmal eine weibliche Stimme hinter einem, weißt du? Alter! Ich muss nicht geliefert werden. Alice? Es tut doch... Ich kann dir das auch vorsummen. Na, ja, aber nicht so schön wie die Mami. Oh. Alter. Alter. Da steht jemand. Ja, ich seh's. Das ist sie. Ah. Das ist das Kind. Okay, cool. Hier ist noch ein Bild. Hallo, Alice. Ich glaube mal, dass du Alice bist, weil du wirst häufiger mal erwähnt. Mary war depressiv. Alter, wenn ich wüsste, wer ist, ne? Wir haben eine Martha. Wir haben eine Mary. Wir haben eine Alice. Wir haben einen Bill. Wir haben einen Neil. Ja, sag ich ja. Total verwirrend. Also sie ist auf jeden Fall Tochter. Also das könnte jetzt Mary oder Alice sein. Ach nö. Alter, du kommst hier nicht raus. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß... Alter, zuckt der? Das ist der Vater. Und jemand sieht ihn gerade. Okay. So. Weißt du was? Es ist scheißegal, was mit dieser Familie passiert ist. Wir sollten gehen. Hi. Wir sollten gehen? Alter. Okay. Die Queen hat's gesagt, wir gehen. Mörderer, Alter. Kreuze auf den Türen. Haben wir die doch im Endeffekt umgebracht? Wow. Mörder. Sind's doch die Väter. Alter, da laufen Kakerlaken auf dem Boden. Das ist eklig. Kakerlaken? So, das Fotografieren auf der Wand, Mörd? Vielleicht ist da ja das war jetzt nicht der Mörderwand. Ach so, du wolltest die Mörderwand fotografieren. Ja. Okay, ne, ich hab gedacht, vielleicht kommt da was. Naja, aber ein schöner Beweis, dass wir Mörder sind. Oder so. Das Ding ist, wenn jemand vom Mörder, vom Mörder, wenn jemand von einem Dämon besessen ist und dann jemanden tötet aufgrund der Besessenheit, ist es denn die Schuld des Besessenen? Nee, ich nicht. Aber wie will man sowas beweisen, weißt du? Die Menschen glauben ja teilweise an sowas nicht. Ja, obwohl es in der Geschichte schon sehr mysteriöse Sachen gab. Ah ja, klar, aber vor Gericht. Weißt du, das ist... Okay, ist das jetzt die Mary? Oder... Das ist doch die Mutter, oder nicht? Ich blick nicht mehr durch, ey. Das ist die Mutter. Das ist die Mutter, die betet... Ein Kind ist gestorben. Weil es ging ja auch um Lilith, die Kindsmörderin. Oder Samael, der Kindsmörder? Nee, Lilith. Kindsmörderin. Also der Dämon Kindsmörderin. Hat Lilith von jemandem
Besitz ergriffen von der Familie und immer mehr und immer mehr und hat dann irgendwann ein Kind umgebracht. Und das ist jetzt die Mutter, die einfach hier noch rumspukt, voller Oder Verzweiflung. Oder sie hat zuerst von dem Kind Besitz ergriffen und dann alle anderen umgebracht. Von einem Kind, wow. Gott, das da geht nicht gut. Ihr könnt ihr helfen. Shut up! I hate you. I hate you! Shut up! Ich kann nichts machen. Wir haben immer noch einen Schlüssel für eine Tür, oder? Ja, ja, ja. Okay. Bastard, aber wer ist mit Bastard gemeint? Sind wir damit gemeint? Und Mörder und so? Ja, ich weiß gerade nicht wirklich. Alter, das Kreuz. Ich weiß nicht, wer wir sind. Ob wir der Vater sind oder noch immer der Detektiv, der dem auf den Grund geht. Nee, ich glaube Vater nicht, weil der wurde ja gerade, Ja, ich glaube, der wurde Gekillt. Mary war depressiv. Mary ist die Mutter. Ich glaube, Mary ist wirklich die Mutter. Ich glaube, vielleicht, weil sie so depressiv war oder was auch immer, war sie halt quasi anfällig für sowas. Ja. Also schon offen für so solche Dinge. Weil sie schon seelisch labil war. Ja. Okay, dann sind wir irgendein Detektiv oder so, ne? Ich fotografiere mal einfach jetzt in den Raum hier rein. Das zittern muss. Das ist die deutsche Übersetzung. Das. Du musst es wackeln halt. Diese Polaroid-Fotos musstest du ja immer wackeln. Okay, da in die Räume kommen wir ja nicht mal rein. Nee, hier ist alles kaputt, alles tot. Wir müssen ja irgendwo rein. Wir haben noch einen Türschlüssel. Aber auch nichts aufheben oder anfassen. Es versperren sich immer mehr Türen. Sorry. Schon wieder dieses Zeichen. Dieses Zeichen hat auf Garantie in der Dämonologie irgendeine Bedeutung. Das würde mich hart interessieren, was das für eine Bedeutung hat im satanischen, dämonologischen Bereich. Die war doch eben noch zu! Badewanne! Das. Schlüssel. Mach irgendwo auf, Alter. Ich krieg Platzangst. Das ist ein sehr kleiner Mensch. Kind wahrscheinlich, hä? Klassiker. Verpiss euch.
Wow, okay, cool. Endlich wieder alles sauber. Och nö. Oh. Alter, wow. Wie sind die da hochgekommen? Hate you. Hasse dich. Das sind alles dämonische Zeichen, deren Bedeutung ich überhaupt nicht kenne. Das hier habe ich schon mal, das wusste ich mal, was das heißt. Für eine Bedeutung hat, aber das ist schon viel zu lange her. Das ist auch irgendwas mit, ach du Scheiße, irgendein Portal oder sowas. Portalpentagramm. Das ist schon viel zu lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Alter. Alter. Oh nee. Keine Fernseher, bitte. You spin my world. You spin my world. Wieder die Tür abgesperrt. Alter, hör doch auf mit dem Scheiß. Du doofe Kuh. Nur so plötzlich so Licht anzumachen. Oh, nochmal Kekse. Oh. Siehst du, der Vater? Also sind wir nicht der Vater. Wir sind definitiv nicht der Vater. Er saß hier an dem Tisch. Einfach mal... aus Prinzip. Vielleicht finden wir dann irgendwas raus. Nein, nichts. Ja. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel für. Die scheiß Uhr, die so Geräusche macht. Naja, so sieht sehr verwohnt aus. Verwahrlost, ey. Okay. Nee, den fasse ich noch nicht an. Ich kenne das. Mach einen Fernseher aus, wo einfach nur Rauschen ist und dann passiert irgendwas. Das ist Source Code. Whispering in the mountains. Kann ich nicht lesen. Foto time. Okay, gut, dann machen wir. Da. Ein Foto. Was? Da ist nichts. Warum ist da nichts? Oh! Ich muss bei mir was anstecken. Kleinen Moment. Nein. Kopfhörer, geben langsam den Geist auf. So, Signalmeldung bekommen, wunderbar. So, bin wieder ready. Doch, das ist doch das. Du musst ein bisschen mehr zum Kamin. Das ist doch das Bild. So? Nee, eigentlich da, wo das Sofa ist. So ein bisschen nach da, genau. Aber hier war ich doch schon. Und dann ein bisschen, genau, ich würde es jetzt so machen.
Okay, weißt du was? Vergiss es. Die Queen hat gesprochen. Komisch. Alles noch fake. Als ob der hier drin in der Wohnung sein Holz hackt. Warte mal. Weitsicht? Ja. Auch nichts. Vielleicht ist was an der Gardine oder so, was du anfassen kannst. Oder ich muss halt, ja. Oder muss ich, stand da auch nicht. Oder muss ich halt wirklich die Dings, oder muss ich die ganze Uhr mit drauf haben, weil ja auf dem Bild ist ja auch die Uhr mit drauf. Ja, die halbe Uhr ist mit drauf. Okay, ne, dann ist da definitiv nichts. Sonst. Puh. Ist da schon was getriggert. Das ist jetzt doch etwas. Und die Videokassetten kannst du auch nicht anpacken, ne? Hä, hey, das ist ein Walkie-Talkie. Alter, übelst altes Funkgerät. Nee, kann Walkie-Talkie. Ich nicht. Oh oh. Ich brauche eine Videokassette. Puh. Wir haben keine wir brauchen eine Videokassette. Ja, ja, das kennen wir schon. Das ist aber nicht hier. Hä? Ist hier unterm Schreibtisch, unterm Tisch irgendwas? Alter, hier ist alles komplett verlebt. Ah. Bin ich blind oder was? Du hast eine Batterie. Das ist eine Autobatterie, glaube ich. Oh. Alter, das ist doch ein Scheiß-Betten. Okay, cool. Verkackt. Bin mir aber nicht okay, sicher. Okay, und auf dem Videorekorder kannst du nicht drauf tippen. Nee, nee, mach ich gerade. Den Schrank nochmal irgendwas triggern. Ups. Bin ich zu doof? Ja. Alter. Ah ne, das ist die Lampe. Boah. Das sah gerade aus wie ein Gesicht. Und im Kaminofen drin. Manchmal sind ja auch da so Sachen. Ja, aber warum zeigt das Bild dann die Gardine und den oder ist das gar keinen Sinn. Oder ist das seitenverkehrt, dass ich so fotografieren muss? Nee, da war kein Weinglas und so dabei. Nochmal strange. Liebe Entwickler, sowas nimmt den ganzen Horror raus. Oder wir sind einfach zu doof gerade. Dass es so einfach ist, dass wir da gar nicht drauf kommen.
ist ein Hammer. Den kannst du auch nicht aufheben, gell? Nee. Schade. Jetzt mal. Da ist doch. Ich raff das auch gerade nicht so. Guck mal jetzt ganz genau, so der Kopf und die Schultern, die Augen. So. So ungefähr ist das Foto. So ungefähr. Ah, warte mal. Ach, das geht nicht? Ah, okay, gut. Zoom geht nicht. Ich bin gerade hart überfragt, ne? Ich bin gerade am Überlegen, aber irgendwie. Hä? Okay. Was ist das denn? Sag mal. Warum? Das ist bestimmt total einfach. Wir sind nur zu doof. Man muss sich irgendwas fokussieren, dass irgendwas getriggert wird. Escape, Fire Protection. Essen viel Cookies. Und Schokoriegel. Ich verstehe gerade nichts. Kommen Sie praktisch. Was? Oh Gott, Tassi, da musst du übersetzen. Ah! Warte, das Bild. Gott, was? We are willing. Wir sind nicht willig. Impossible for the ungrateful. Ja, oh Gott, also wir sind nicht willig, das hört sich dumm an. Wir sind nicht fähig. An den Unerfahrenen das Mögliche oder für das Undankbare zu tun. Hä? Okay, vielleicht irgendwie, wir sind nicht willig, die es nicht verdient haben, irgendwie was zu machen. Irgendwie so, wahrscheinlich. Ist bestimmt auch überhaupt nicht wichtig. So, wir haben jetzt das Feuerzeug. Und da in der Steuerung stand, dass wir Feuerzeug benutzen können, glaube ich, wird da auf absehbarer Zeit uns die Taschenlampe flöten gehen und wir müssen das Feuerzeug holen. Wir werden nicht von den Unerfahrenen trained, ist ja eigentlich gelehrt, also ne, ja, geschult werden, das Unmögliche mit die Undankbaren zu tun oder das Unmögliche zu tun oder das Mögliche zu tun, so. Aber
Tja, liebe Entwickler. Schubfächer? Ach, das sind auch noch Schubladen. Ja, die wir aber nicht öffnen können. No. Na dann. Ich hatte auch gerade einen leichten Lichtblick. Tada. Na, da kommen wir nicht ran. Da ist das Foto vom Vater. Nee. Hä? Kam so ein komisches Klackern von mir oder von dir? Ich hab nichts gemacht. Ich raff das nicht. Tja. Ich bin sehr überfragt. Ich bin sehr, sehr, sehr überfragt. Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Cassie hat auch keine Idee mehr. Vor allem, ich habe jetzt schon alles aus. Ja, kann noch nichts drücken hier. Einfach mal random Foto gemacht. Bei mir schon wieder eine Fliege auf dem Bildschirm, verpiss dich. Alter. Alter, der hat gerade von alleine angemacht. Hey. Ich. Der bleibt jetzt aus. Tja. Ich was soll man denn sonst machen? Nee, ich raff gerade auch nichts mehr. Die sich da angucken, die wissen bestimmt schon, was wir machen müssen. Gott nicht, ich glaube, so viel kann man da gar nicht machen. Kannst du alles anfassen, tausendmal? Kommen Sie praktisch. Was soll denn das heißen? Es könnte praktisch sein oder so. Die deutsche Übersetzung ist nicht so 100%. We the willing. Wir die... Ach. Tja. Das Foto ist unser einziger Hinweis, aber bringt uns kein Stück weiter. Vielleicht versuchst du es doch mal irgendwie in dem perfekten Winkel. Ich glaube aber, du musst wirklich so... Ist nicht so. Noch ein bisschen... So, vielleicht so? Ja. Ups, warte mal. Kann ich nicht. So. Also noch besser geht's bald gar nicht. Ja, so. Warte. Ja. Ernsthaft? Alter. Ernsthaft? Da, liebe Zuschauer, das ist Perfektionismus pur. Alter, ernsthaft? Erwürgt sie da gerade jemanden? Nee, irgendwie eine weiße Gestalt stand vor ihr. Vor ihm. Nee, Vor ihr. Vor ihr. Können auch immer nichts machen hier. Jetzt geht die Sucherei wieder los, oder was? Ja, aber jetzt haben wir was getriggert, denke ich. Liegt hier jetzt irgendwas? Vielleicht ein Schlüssel? Nein. Waren wir gerade echt zu doof, ein Foto zu machen oder was? Musst du dann davon auch ein Foto machen, von dem Schreibtisch so perfekt? Nee, aber der steht ja vollkommen falsch. Ja, keine Ahnung, vielleicht ja trotzdem. Guck mal, da ist ja das Fenster hier auf der Seite.
Ich kann es mal machen, aber... Nee, keine Ahnung, ey. Ernsthaft? Okay, da steht doch die Tür ein bisschen offen. Da war da. So, jetzt geht's los. Guck mir nochmal das Bild an. Okay, der Baum steht direkt vor der Tür. Jetzt geht's weiter, Lucky. Oh Mann, ey. Die ist ja überhaupt nicht fotogen. Warte mal. Und da sind wir wieder im Horror-Feeling drinne. Gerade zwei Bilder reichen, um uns Angst und Schrecken zu versetzen. Ist hier noch irgendwo ein Foto? Das können wir nicht fotografieren. Da. 10. Juni 1987. Hast du das Lied, ne? Ich hab das schon mal gehört, aber ich kann damit nichts anfangen. Kennst du nicht das Spiel für Handy und so? Da kannst du ein Virus auf die Welt loslassen und musst die ganze Menschheit zerstören. Also doch, dieses Plague Inc. oder so heißt das. Ja, genau, und da singt das Kind das auch. Stimmt, jetzt weiß ich, woher ich das kenne. Ich habe das Spiel nämlich. Das ist voll gruselig, aber irgendwie geil. Das ist voll cool. Ja. Look. Look. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich will nicht mehr looken. Duck dich selber, Bitch! Ah, play. Ah, okay. Alter, ich hab... Dieses Gesicht, ne? Errungenschaft freigeschaltet, 10. Juni 1987. Nein. Wir haben eine Rückblende. Okay, wir haben zwar jetzt schon 43 Minuten aufgenommen, aber da wir die ganze Zeit rumgerätselt haben, machen wir die jetzt ein bisschen länger. So sozial muss man schon sein. Wir haben bestimmt eine Viertelstunde jetzt da rumgemacht. Ich habe keine Taschenlampe, ne? Ja, dann überspringen wir den Raum. Tschüss. Netter Vorhang. Na toll. Alter, ich warte bloß drauf, dass irgendwas aus dem Dunkeln rausgesprungen kommt. Ja. Fresse. Mach doch nicht so einen Scheiß, Junge. Schon wieder der Stuhl. Oh Gott. Den kennen wir ja schon. Wir müssen ins Bad.
kommen wir nicht rein. Kisten sind auch neu. Mhm. Ich komme nicht weiter. Oh Gott, dreh dich langsam um. Okay. Die Tasse holt erstmal Luft. Ach, toll. Da steht jemand. Ich glaube, der hängt er. Ja, das ist der hängt. Ah, wie ist die Luft da oben? Ja, der hängt. Der hängt. Alter. Jemand hat die Kerze ausgeblasen. Okay. Langsam umdrehen, nur langsam. Schon Luft. Oh. Okay. Die Oma. Die Oma in jung. Die Oma noch jünger. Boah, diese Perspektive, ne, die macht mich. Hm. Ja? Was macht tut die da? Trinken? Sich an den Kopf. Warum? Okay. Bleib doch mal stehen wie ein Mann. Und hau nicht immer ab. Die hat aber Speed drauf gehabt. Ich wusste es. Ich hätte jetzt den Spiegel kaputt gemacht. Bullsitch. Das war halt mal. Alter. Ich konnte gerade nichts machen. Errungenschaft freigeschaltet. 19. Oktober 87. Oh nein. Oh, komm schon. Ey, das ist ein anderes Auto. Das ist ein anderes Auto, ja. Die Fehler hat sie umgebracht. Ich verarschen. Aber ich finde das gut, dass jeder eine Taschenlampe bei hat. Also, siehst du, so fängt's an. Also, ich wäre schon längst eingestiegen. Ja, Tassi, wie sieht's aus? Sollen wir mal Waldspaziergang machen? Aha. Lucky, so kommst du mit? Bisschen später. Im Dunkeln. Mit nur einer Taschenlampe. Ich würde echt heulen. Ja, gut. Ja, da wir gerade einen Szenenwechsel hatten, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Ja. Ja, Tassi, was hast du was sagst du zu dem Abschnitt, wo wir nicht weiterkamen? Das war sehr frustrierend. Ja. Tatsächlich hat das so ein bisschen den Gruselfaktor runtergeschraubt. Ja, definitiv.
Also das war nicht fördernd für das Horrorspiel. Vielleicht waren wir von Anfang an zu doof, aber wir haben direkt davor gestanden, beim ersten Mal zwischen Tisch und Sofa, hatten auch eigentlich genau dieselbe Richtung wie beim letzten Foto, wo es dann funktioniert hat, aber es hat nicht getriggert. Das fand ich schon etwas, ja, das war einfach doof, das war einfach kacke. Das hat alles rausgeholt und so haben wir da bestimmt 10, 12 Minuten haben wir da rum, sind wir da rumgerannt. Das war nicht so toll. Naja, dafür hat es nach 2 Fotos, die wir gemacht haben, direkt wieder angefangen, was gut war. Gott sei Dank. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt wieder irgendwer anders vielleicht. Schon wieder irgendwo, aber nicht vor dem Haus. Wie das aussieht. Nee. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder, hoffentlich. Wo es etwas flüssiger läuft. Gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Overplay and out. Tschüss. Tschüss.